Wenn ich groß bin, werde ich Kyo-chan heiraten. Das ist etwas, das passiert ist, als ich jung war. Es waren die Worte, die sie zu mir sagte, bevor wir überhaupt Grundschüler waren. Ich, Kyoto Hiraoka, habe eine süße Kindheitsfreundin. Wir waren schon immer zusammen, seit wir klein waren, und wir haben uns zusammen gefreut, wenn Idole live im Fernsehen auftraten. Wir haben beide Idole geliebt, und dieses Mädchen ist jetzt. Hallo alle zusammen, danke, dass ihr heute gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß. Sie ist ein super beliebtes Idol geworden. Sie ist buchstäblich ein Superstar. Sie hat so viel Popularität wie immer. Im Gegensatz zu Himeka Shiragami, die jetzt ein beliebtes Idol geworden war, führte ich ein langweiliges Leben. Himeka war super erfolgreich in der Stadt, aber ich arbeite als sorgloser Geschäftsmann auf dem Land. Mittlerweile betrachte ich sie schon als jemand aus einer anderen Welt. Was geht, Kyoto? Hast du gestern die Live-Show von Himeka-chan gesehen? Morgen, Tomoya. Das ist Tomoya, mein Arbeitskollege. Er ist nicht nur ein freundlicher und netter Kerl, er ist auch ein Idol-Otaku. Wir verstehen uns sehr gut. Natürlich habe ich das, das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Du hast völlig recht. Gott, ich wünschte, ich könnte eine Beziehung mit diesem bezaubernden Engel führen. Und sei es nur für einen Tag. Das ist ein genüsslicher Wunsch. Auch wenn dieser Ort weit von der Stadt entfernt war, hingen Himekas Plakate immer noch überall. Tomoya hatte vielleicht nicht Unrecht, als er sagte, sie sei wie ein Engel, der auf die Erde gekommen ist. Die Leute im Fernsehen sagen sogar, dass sie das schönste Mädchen ist, das einmal in 100 Jahren auftaucht. Sie ist seit ihrem Aufstieg nicht mehr nach Hause gekommen, also muss sie sehr beschäftigt sein. Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht einmal mehr an mich. Hiraoka-kun, hast du einen Moment Zeit? Mein Vorgesetzter rief mich plötzlich an, als ich gerade arbeitete. Er will mich vielleicht in ein anderes Projekt setzen. Ja, worum geht's denn? Komm hierher. Die Sache ist die, ich wollte mit dir über eine arrangierte Ehe sprechen. Eine arrangierte Ehe? Ich? Das Mädchen ist meine bezaubernde Nichte. Ich möchte sie einem vertrauenswürdigen Angestellten anvertrauen, bevor irgendein Kerl sie mir wegnimmt. Er ist ein übervorsorglicher Onkel. Nun, das ist eine große Verantwortung für mich. Was ist mit Tomoya? Ich kann diesem schmierigen Kerl auf keinen Fall meine wertvolle Nichte anvertrauen. Richtig. Tomoya war ein guter Kerl, aber sein lässiges Auftreten und sein Aussehen brachten den Fortgesetzten irgendwie dazu, ihn zu hassen. Seine Nichte könnte aber glücklich sein, weil er ein hübscher Kerl ist. Trotzdem, das ist ein Problem. Meine Position hier ist nicht hoch genug, als dass ich meinen Vorgesetzten einen so wichtigen Gefallen einfach abschlagen könnte. Trotzdem, ob ich zu der arrangierten Ehe ja sagen kann oder nicht, ich kann nicht anders als an ein bestimmtes Gesicht zu denken. Könnte ich ein wenig Zeit haben, um darüber nachzudenken? Ja, klar doch. Ich weiß, ich bin vielleicht voreingenommen, weil ich ihr Onkel bin, aber sie ist ein süßes Mädchen. Schau dir das Bild gut an. Es ist wahr, dass sie eine hübsche Frau ist, aber... Sie war so niedlich, dass ich skeptisch wurde, ob sie wirklich die Nichte meines Vorgesetzten war. Aber das war hier nicht das Problem. Am Ende lachte ich darüber hinweg und kehrte an meinen Schreibtisch zurück. Nach meinem Arbeitstag. Ich meine, unter diesen Umständen bleibe ich für immer Single. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, auf sein Angebot einzugehen. Das bedeutet, dass ich Mutter wahrscheinlich auch davon erzählen muss. Wenn es eine arrangierte Ehe ist, muss ich wahrscheinlich meine Eltern mitbringen. Ich werde ihnen alles genau erklären müssen. Ich bin zu Hause. Oh, willkommen zu Hause. Du bist aber früh dran. Die Dinge beruhigen sich endlich auf der Arbeit. Wie auch immer, ich werde wahrscheinlich bald eine arrangierte Ehe abhalten. Eine arrangierte Ehe? Du, Kyoto? Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Grund schon einmal gesehen. Sag mir nicht, dass du in eine zwielichtige Situation geraten bist. Nein, das bin ich nicht. Mein Vorgesetzter hat es mir vorgeschlagen, er will, dass ich seine Nichte heirate. Wenn dein Vorgesetzter das vorgeschlagen hat, muss er dich wirklich mögen. Das kommt unerwartet. Unerwartet? Das ist aber fies. Ich war doch auch als Schüler eine verantwortungsvolle Person. Ich habe nichts verbrochen, oder? Nun, ich schätze, du bist gut darin, dich bei Leuten einzuschleimen. Lässt mich wie einen schlechten Menschen dastehen. Nun, deine arrangierte Ehe interessiert mich eigentlich nicht. Was sollte sie aber?
Aber was ist mit Himeka-chan? Bist du damit einverstanden? Wirst du das nicht später bereuen? Ich meine, Himeka hat nichts damit zu tun. Sie ist bereits ein super berühmtes Idol, also hat sie mich wahrscheinlich schon längst vergessen. Verstehe. Wenn es das ist, was du willst? Nachdem meine Mutter das gesagt hatte, ging sie zurück ins Wohnzimmer. Genau, es wird nichts passieren, wenn ich weiter an Himeka hänge. Wenn das so ist, sollte ich einfach... Ein paar Tage vergingen danach. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kokumi Kagari. Es war, als säße der Inbegriff japanischer Schönheit direkt vor mir. Du hast es erfasst. Heute ist der erste Tag des Treffens mit dieser Frau für die arrangierte Ehe. Freut mich sehr. Mein Name ist Kyoto Hiraoka. Kyoto-san, mein Onkel spricht oft von euch. Ich hoffe, er erzählt nichts Schlimmes. Er sagt, ihr seid eine verantwortungsvolle und aufrichtige Person. Das stimmt, er sieht aus wie jeder normale Mann da draußen, aber er ist ungewöhnlich gut in seinem Job. Normal? Ungewöhnlich? Es gab ein paar Wörter, die herausstachen, aber ich habe nichts gesagt. Wenn ich etwas anmerken wollte, dann war es die Tatsache, dass mein Vorgesetzter hier war und nicht ihre Eltern. Mensch, wie du das gesagt hast, war sehr unhöflich gegenüber Kyoto-san. Stimmt vielleicht. Wie auch immer, er ist wirklich ein guter Kerl. Die Tatsache, dass er ein Idol-Otaku ist, zieht ihn ein bisschen runter, aber trotzdem. Ein Idol-Otaku? Oh, das gefällt ihm wahrscheinlich nicht, oder? Nein, ich denke, es ist ein wunderbares Hobby. Wer ist Ihr Lieblingsidol? Hä? Das kam unerwartet. Das wäre... Ich kann es nicht sagen. Ich traue mich nicht zu sagen, dass Himeka mein Lieblingsidol ist. Meine Mutter sitzt neben mir. Wenn ich jetzt Himekas Namen erwähne, weiß ich nicht, was sie sagen würde. Ich habe keine bestimmten Favoriten. Ich mag alle Idole. Am Ende habe ich die Wahrheit vertuscht. Oh. Nachdem uns beiden gesagt wurde, dass wir zusammen spazieren gehen sollen, gingen wir durch den Garten. Und? Wer ist eigentlich Ihr Favorit? Hä? Ihr Lieblingsidol. Sie haben tatsächlich eins, oder? Oh, das wäre... Sie haben wahrscheinlich nicht geantwortet, weil Sie neben Ihrer Mutter waren, aber... Wir sind jetzt allein, also würde ich es gerne wissen. Sie fing mich ein mit ihrem Lächeln. Diese Frau muss doch total beliebt sein. Sie war elegant, schön und hatte all die Dinge, die ein Mann gerne hätte. Aber... Himeka Shidagami ist es. Oh, Himeka-chan? Ich liebe sie auch so sehr. Ihr Lächeln ist so süß und sie ist immer so positiv. Wissen Sie auch viel über Idole, Kokumi-san? Ich muss mich nicht mit Idioten auskennen, um sie zu kennen. Ich denke, jeder in Japan weiß, wer Himeka-san ist. Sie ist schließlich ein Superstar. Ein Superstar? Stimmt was nicht? Nein, es ist nur so, wenn ich andere Menschen über sie sprechen höre, erinnert es mich jedes Mal daran, wie bekannt sie geworden ist. Die Wahrheit ist, dass sie eine Kindheitsfreundin von mir ist. Wow! Ich meine, sie hat mich wahrscheinlich schon vergessen. Wie lange wart ihr zwei Freunde? Bis zur Mittelstufe. Sie wurde im dritten Jahr der Mittelstufe bei einem Vorsprechen für eine riesige Managementfirma angenommen und zog in die Stadt direkt, nachdem wir unseren Abschluss gemacht hatten. Habt ihr bis dahin viel zusammen unternommen? Ja, das haben wir. Kyoto-san. Ja? Bitte belügen Sie nicht Ihr eigenes Herz. Was? Kyoto-san, haben Sie keine Gefühle für Himeka-chan? Romantische, meine ich. Aber Sie haben eine arrangierte Ehe. Ich denke nicht, dass es gut ist, sich so zu belügen. Nein, ich belüge mich nicht. Ich meine, sie kennt mich vielleicht gar nicht mehr. Wann wurden Sie ein Idol-Otaku, Kyoto-san? Als ich jung war. Ich glaube, das hat alles damit zu tun. Der Grund, warum Sie ein Idol wurden, obwohl Sie dafür Ihren Kindheitsfreund und Ihr Zuhause verlassen musste. Selbst wenn zwei Menschen Kindheitsfreunde sind, ist es selten, dass sie sich noch nahestehen, wenn sie älter werden. Es sei denn, es gibt einen besonderen Grund, verstehen Sie?
Ein besonderer Grund? Was soll das heißen? Warum versuchen Sie nicht mal mit Himika-chan zu reden? Nach dem, was ich gehört habe, habt ihr beide nicht viel über ihre Karriere gesprochen, oder? Scheint, als habe ich recht. Was ist mit unserer arrangierten Ehe? Ich werde die Dinge mit meinem Onkel klären. Ich bin mir sicher, dass es schwer sein muss, Nein zu seinem Vorgesetzten zu sagen. Nachdem sie das gesagt hatte, ging sie zurück zur Villa. Wir trennten uns ohne Probleme und ich bin sicher, dass sie es am nächsten Tag geklärt hat. Sie war eine geheimnisvolle Person. Als ich nach dem erfolgreichen Ende unseres Treffens nach Hause fuhr, eine unerwartete Person stand vor meinem Haus. Himika? Kyo-chan! Was? Warum bist du hier, Himika? Was ist mit deinem Idol-Job? Ich habe aufgehört, ein Idol zu sein. Du hast gekündigt? Warum? Weil du eine arrangierte Ehe bevorstehen hast, Kyo-chan. Woher weißt du denn davon? Deine Mutter hat mir vor ein paar Tagen davon erzählt. Deshalb habe ich mit meiner Managerfirma gesprochen und gekündigt. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Es scheint, als hätte Mutter etwas getan, aber ich hätte nie gedacht, dass Himika aufhören würde, ein Idol zu sein. Ein Idol zu sein war dein Traum, nicht wahr? Warum gibst du wegen mir auf? Ich wollte ein Idol werden, weil du Idole immer geliebt hast. Weil ich Idole geliebt habe? Ja, deshalb habe ich so hart gearbeitet, um eines der Top-Idole zu werden. Aber du hast eine arrangierte Ehe. Du bist furchtbar. Wir haben uns versprochen zu heiraten. Oh, du erinnerst dich? Das würde ich niemals vergessen. Es war ein wichtiges Versprechen. Ich wusste, dass du mich nicht betrügen würdest, weil wir dieses Versprechen hatten. Also habe ich dir vertraut und ich bin in die Stadt gezogen. Wie bitte? Dich betrügen? Warte, waren wir in einer Beziehung? Das ist es ja. Idole dürfen keine Beziehungen führen. Also hatten wir keine, aber ich habe dir vertraut und dachte, du würdest dein Versprechen halten. Aber du bist nie nach Hause gekommen und hast dich auch nicht bei mir gemeldet, also dachte ich... Du hast doch gesagt, bevor ich umgezogen bin. Du hast gesagt, dass auch nur die Andeutung eines Kerls die Popularität eines Idols ruinieren würde. Also sollte ich niemals irgendwelche Jungs anschreiben. Du bist auch in seltsamen Situationen sehr ernst, also dachte ich, du würdest sauer werden, wenn ich dir eine Nachricht schreibe. Deshalb habe ich es gelassen. Oh. Das... ja, tut mir leid. Es ist wahr, dass ich das zu ihr gesagt habe. Ich erinnere mich sehr gut daran, aber ich hätte nie gedacht, dass sie auch den Kontakt zu mir abbrechen würde. Vielleicht habe ich fälschlicherweise gedacht, dass ich bei Himika immer etwas Besonderes und eine Ausnahme sein würde. Das scheint, als hätte ich ihr damit eine Menge Steine in den Weg gelegt. Wie war das arrangierte Treffen? Sag mir nicht, dass du jetzt verlobt bist. Keine Sorge, wir haben die Sache abgeblasen. Die Frau war offenbar auch ein Fan von dir, also habe ich ihr erzählt, dass wir Kindheitsfreunde sind. Da sagte sie, ich solle mich nicht selbst belügen und versuchen, mit ihr in Kontakt zu kommen. Ich verstehe. Ich bin froh, dass sie ein guter Mensch war. In diesem Fall möchte ich über uns sprechen und darüber, was wir von jetzt an tun werden. Davor, wann wirst du bekannt geben, dass du gekündigt hast? Ist es morgen? Nein, sie haben die Nachricht bereits veröffentlicht. Ich denke, es ist eine große Sache in den sozialen Medien, weil es so plötzlich kam. Du machst Witze. Das bedeutet, es ist zu spät. Ich bereue es aber nicht. Zu kündigen mag eine impulsive Aktion gewesen sein, aber meine Gefühle für dich haben sich entwickelt, seit wir jung waren. Außerdem macht es mich glücklich zu wissen, dass ich diese große Managerfirma verlassen habe, um mit dir zusammen sein zu können. Das macht mich auch glücklich, aber ich fühle mich schuldig, weil ich dich dazu gebracht habe, all deine harte Arbeit wegzuwerfen. Wenn ich an die anderen Fans denke, schmerzt es mir. Das ist... Entschuldige. Hat er dich geärgert? Stört es dich, was ich getan habe? Nein, das ist es nicht. Ich bin so froh, dass du hierher gekommen bist, um mich zu sehen, aber ich glaube nicht, dass die Realität so einfach ist. Es wäre kein Problem, wenn es nur um Himika und mich ginge. Aber Himika war ein Superstar, die sich zu einem der Top-Idole hochgearbeitet hat.
Es ist unmöglich, dass die Gesellschaft diese plötzliche Ankündigung einfach so durchgehen lassen würde. Ich bin mir sicher, dass Spekulationen über den Grund ihres Ausstiegs in den sozialen Medien und in der Branche die Runde machen. Es wäre keine Überraschung, wenn Paparazzi sie jetzt jagen würden. Auch wenn sie gekündigt hat, wird Himeka für eine Weile kein ruhiges Leben führen können. Aber ich war schon immer in dich verliebt, schon seit wir Kinder waren. Ich bin so glücklich, dass du auf diese Weise zu mir zurückgekommen bist. Ich möchte, dass du von nun an mit mir zusammen bist. Oh, natürlich! Himeka warf ihre Karriere als Superstar weg, nur um zu mir zurückzukommen. Ich schwor in meinem Herzen, dass ich sie zum glücklichsten Mädchen der Welt machen und sie vor allem beschützen werde. Übrigens, wo wirst du heute Nacht bleiben? Himekas Mutter folgte Himeka in die Stadt, als sie umzog. Ihr Vater hat auch den Job gewechselt und ist nach Tokio gezogen, nachdem Himeka berühmt geworden war, also hat sie hier kein Zuhause mehr. Ich war neugierig, was sie tun würde, aber... Die Sache ist die, deine Mutter hat gesagt, dass ich bei euch bleiben kann. Es scheint, als hätten sie das schon geklärt. Klingt wie etwas, das meine Mutter tun würde. Meine Güte, warum hast du mir nichts gesagt? Was hättest du getan, wenn die arrangierte Ehe zustande gekommen wäre? Du hast das alles verursacht, weil du von vornherein so feige warst. Das ist nicht mein Problem. Du hättest von Himeka-chans wahren Gefühlen erfahren und alles bereut. Du bist so gemein. Ich meine, ich weiß, dass ich falsch lag, aber... Ich mache nur Witze. Was glaubst du, wie viele Jahre ich schon deine Mutter bin? Selbst wenn du Himeka-chan heute nicht sehen würdest, hättest du, solange sie noch lebt, Nein zu der arrangierten Ehe gesagt. Deshalb habe ich Himeka-chan kontaktiert, bevor du alles noch schlimmer machst. Wie von einer Mutter erwartet. Wie sie gesagt hat, hätte ich früher oder später mit Kokomi-san Schluss gemacht. Schließlich konnte ich die ganze Zeit nur an Himeka denken. Es ist in Ordnung. Wir können jetzt zusammen sein. Hey, Himeka, meine Mutter ist neben uns, also solltest du dich vielleicht nicht so sehr an mich klammern. Oh, ich habe kein Problem damit, weißt du? Wolltest du eigentlich, dass ich für 1 oder 2 Stunden das Haus verlasse? Hör auf, solche Witze zu machen! Meine Mutter war wahrscheinlich auch froh, Himeka wiederzusehen. Es schien, als sei sie extrem aufgedreht. Mama hat auch danach noch viel mehr mit mir herumgealbert. Ich frage mich, wie lange es her ist, dass wir das letzte Mal nebeneinander geschlafen haben. Dank Himekas Betteln haben wir zusammen geschlafen, als es Zeit war, schlafen zu gehen. Das letzte Mal war wahrscheinlich, als wir in der Vorschule waren. Ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, dass das heute passieren würde. Aber das ist kein Traum, es ist die Realität. Ja, ich weiß. Ich muss mir nicht in die Wange kneifen, um es zu wissen. Himekas Wärme reichte aus, um es mir zu versichern. Ich habe mir geschworen, noch härter zu arbeiten, damit ich diese Wärme nie wieder loslassen muss. Natürlich gab es danach in den sozialen Medien jede Menge Neuigkeiten über Himeka. Sie versuchte ihr Bestes, um nicht nach draußen zu gehen. Deshalb war sie immer bei mir zu Hause. Aber sie schien sich nicht zu langweilen. Sie verbrachte immer Zeit mit mir. Außerdem kam Kokomi-san, der Grund, warum wir beide zusammen sind, um mit uns abzuhängen. Ich erzählte Kokomi-san alles und dankte ihr für das, was sie getan hat. Sie war nun eine von Himekas engen Freunden. Selbst wenn wir später im Leben in eine schwierige Situation geraten sollten, würden sie uns sicher helfen. Trotzdem, die Tatsache, dass Himeka so aussah, als hätte sie Spaß, machte mich glücklicher, als alles andere auf der Welt es jemals tun könnte.